Ja, Lara, so fühle ich mich die ganze Zeit, wenn ich mit dir spielen muss. Ach Gott. Naja, wir wissen es ja. Das Boot blinkt. Oh mein Gott. Nicht. Doch, da lang. Hier lang? Hier lang oder da lang? Okay, da lang war richtig. Mist, er ist zu klein. Jetzt kann ihn nur Lara benutzen, bis ich sie töte. Selbst das würde das Artefakt nicht. Wir laufen voll Wasser. Verdammt. Wir reden später weiter. Wirklich schön, dich wiederzusehen, Lara. Die Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Probenglas sind begrenzt. Meine größte Erheiterung ist es, Amanda zu beobachten, wie sie dir nachjagt. Jacqueline Nadler, Sie wollen wohl ewig leben. Das musst gerade du sagen. Sie haben Amanda von Avalon erzählt. Wir haben nicht viel Zeit. Überleg dir also gut, was du fragst. Was wissen Sie über meine Mutter? Das Podium, das ihr in Nepal entdeckt habt, ist Teil eines, sagen wir, eines Reisegeflechts. Es brachte deine Mutter nach Avalon. Mein Vater hat nach Avalon gegraben, aber nur Niflheim gefunden. Wie ist es dazu gekommen? Richard hat die falsche nordische Unterwelt gefunden. Deine Mutter ist nicht in Niflheim. Sie ist in Helheim. Wo ist das? Das werde ich dir sagen. Irgendwann. Aber wenn es soweit ist, brauchst du Thors Hammer, um hineinzukommen. Vielleicht hast du ja mehr Glück auf der Suche als dein Vater. Was wollen Sie damit sagen? Deine Antwort liegt an der Westküste Thailands. 17. Breitengrad. Gut, wenn sie den Abgang macht, sollten wir das auch langsam. Wir wissen ja jetzt, wo wir hin müssen. Rennen. Vorher gucken wir uns noch mal im Tagebuch um. So, Mittelmeer war Amanda Everett. Amanda hat mir nie verziehen, dass sie damals in Peru für tot hielt und im Grab der letzten Königin von Tiwanaku zurückließ. Als ich erfuhr, dass sie überlebt und sich selbst befreit hatte, wusste ich nicht einmal, ob ich mir verzeihen würde. Aber nach unserer Auseinandersetzung auf der Suche nach Excalibur hatte ich kaum noch Schuldgefühle. Und seit ich weiß, dass Amanda in die Sache mit meiner Mutter verwickelt war, sind sie ganz verschwunden. Es gab nur einen Grund, warum ich sie nicht getötet habe. Ich will wissen, was sie weiß. Aber wenn sie vorhat, mich umzubringen, muss ich meine Taktik wohl ändern. Taktik, nicht sterben. Nadler war die unsterbliche Königin von Atlantis und zuletzt Präsidentin von Nadler Technologies. Irgendwie sind ihr wohl die mächtigen Artefakte ihrer Herrschaft vor ein paar tausend Jahren abhanden gekommen. Also hat sie irgendwann angefangen, ihr ganzes Wissen zu benutzen, um die Relikte aus antiken Städten in aller Welt zu bergen. Ihr Ziel ist der Beginn eines siebten Zeitalters, das, nach allem, was ich weiß, für die Menschheit alles andere als erfreulich wäre. Ich hatte sie auf einer abgelegenen Insel begraben, aber Amanda hat sie ausgebuddet und hält sie neuerdings als ihre private Enzyklopädie Atlantica gefangen. Ich hoffe, Amanda ist klar, dass sie auf einer tickenden Zeitbombe sitzt und hat ihre eigenen Ziele verfolgt. Aber die freut sich währenddessen, dass sie eigentlich nur eine Unterhaltung hat. Da gehen wir nicht. Wir gehen hier. Wir gehen nicht hier lang, wir gehen dort lang. Mein Fehler. Ja, jetzt sind wir hier. Oh, so langsam wird das Kind ein bisschen schief. Ich lief, ja. Oh, gut. Lauf. Danke, ja. Au. So. Dann würde ich sagen, das sind wir mal einen Meter höher, ne? Oder wenn er geradeaus. Es ist nicht, wie ich das jetzt halten soll. Das Schiff hält sich so gut. Ja. Hoch da. Danke. So. Meine Lieben. Ich schau, was hier alles platziert ist, dass Lara es von A nach B schafft. Schon krass gemacht. So, Lara, könntest du... Achso. Du willst das anders machen, gut. Anders...
Ach cool, Ausgang. Hättest du mal genauer gezielt. Dafür hast du einen Handschuh. Wenigstens was. Und das heißt auch, dass wir jetzt in Thailand sind. Laut Nata sind Avalon und die nordische Unterwelt Helheim ein und derselbe Ort. Niemand kann das Reich ohne Mjolnir, den Hammer des Donnergottes Thor, betreten. Hat mein Vater in Thailand etwa Thors Hammer gesucht? Nun, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall dürfen wir uns aussuchen, wie Lara jetzt rumrennen will. Wir nehmen das mittlere. Nehmen eine Schrotflinte und begeben uns nach Thailand. Würde ich jetzt mal behaupten. Kann nur schief gehen. Keine der Ruinen ist von hier unten zu sehen. Und wenn Vater hier gewesen ist, hat er keine Spuren hinterlassen. Was zum Teufel hat Thailand mit Wikingern? Oder Ruinen unter dem Mittelmeer zu tun? Oder mit Avalon? Helheim, Sip. Verschiedene Mythen benutzen unterschiedliche Namen, aber es geht immer um dieselben Relikte aus der antiken Welt. Und eines dieser Relikte lebt immer noch. Ich möchte nicht in Amandas Haut stecken, falls Nagla freikommt. Und ich möchte in keinem von uns stecken. Ja gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz schwimmen. Ah ja, genau. Spring den Hai noch ins Gesicht. Ist okay, der wird sich freuen fürs nächste Essen. Ich mich weniger. Und geh mal hinein. In die gute Stube. Das sah jetzt sehr cool. Wie einfach mal das Teil nicht existiert unter Wasser. Gut. Schön zu wissen. Ich jetzt im letzten Level eingesammelt. Weiß ich gar nicht. Kann ich hier hoch? Nein, ich kann nach hinten. Von hinten kann ich nach oben. Na, und so war das. Kann dann hier rüber. Genau. So war das gedacht. Ih, Spinnis! So, Spinnis weg. Ach so, das war der Spaß. Da! Nun. Ja, haben wir ein bisschen Scheiße gebaut, würde ich sagen. Oder kann ich... Ah, nein, ich kann auch hier hoch. Ich bin sonst immer weiter nach unten gerutscht. Gut, je mehr man weiß, desto besser. Hallo, Vogel. Okay, hat sich schon geklärt. Gut, jetzt sind wir hier. Ach, da hin. Thailand war jetzt das Problem. Ich wusste nie, wo es lang geht. Normal ist es, dass ich das jetzt nicht konkret durchziehen wird. Und dass ich noch ein bisschen in Erinnerung habe, was einen hier so erwartet. Neben sehr viel Grünzeug. Definitiv zu viel Grünzeug. Und Miezekatzen. Wie man jetzt schon hört. Da wird ein doch gleich viel besser. Einmal hier durch. Nun. Wie war das? Ach nee, wir müssen nach oben, richtig? Ja, wir müssen nach oben und wir können wieder Sachen kaputt schlagen. Zusammenfassung des Spiels. Schön. Ach so, das war dieses Wandsprungzeug, ne?
hier anfangen, damit ich hier hoch kann. Die Wandsprünge. Mein liebster Zeitvertreib. Ach ja. Aber wir können uns langsam vorwärts und rückwärts hangeln, damit wir hier relativ schnell vorwärts kommen. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich habe keine Erinnerung mehr, wie lange man hier sitzen kann in diesem Spiel. Ich glaube, das ist gerade mein einziges Problem, was ich habe. Oh, okay. Ich liebe einfach die Aussichten, die es hier gibt. Es ist einfach so schön. Und die Musik. So. Okay. Gucken wir mal, wie wir hier vorwärts kommen. Auf jeden Fall weiß ich, hier müssen wir runter. Fragezeichen? Ich glaube ja, hier mussten wir runter. Hier müssen wir runter, denn das Spiel verlangt es so. Nein, Lara, nicht Schwung holen. Du sollst einfach nur hier rüber. Danke sehr. Finde ich nett von dich, dass du wenigstens einmal im Leben mit mir kooperierst. So, wir rüsten gleich mal unsere Schroti aus. Ich nenne sie Schroti. Gibt's hier hinten was? Nein, nur frisches Wasser. Schön. Okay, hier gab es zwei Katzen, ne? Hier ist eine. Da ist eine. Da ist die andere. Okay. Genau, ist klar. Ja, die Schrotflinte ist mir lieber. Da kam die nächste. Es waren doch drei. Merke, es waren doch drei Katzen. Ganz vergessen. Ich hatte immer den Gedanken, es waren zwei. Naja. So kann man sich irren. Zumindest bleiben sie liegen. Sekunde. Trockener Hals. Unschöne Sache. Gut, wir müssen nun nach eine Etage höher mal wieder, ne? Leben ist gut. Ein Medipack kann einen doch schon ganz schön helfen. Okay. Aha. Interessant. Kann ich hier hoch? Ja. Wir können auch hier weiter. Es ist nur die andere Frage, wo... Ach, da hoch. Ich wollte gerade sagen, wo muss ich eigentlich hoch? Aber es hat sich gerade geklärt. Aha, ich kann was. Ich habe das Spielprinzip verstanden. Okay, oder ich... Soll ich da hoch? Nee, da hoch kann ich, aber ich muss nicht. Sollte ich da hin? Geh mal hier hoch. Ich weiß, ich kann hier hin. Da ist aber auch zu gut. Holen wir uns erstmal das. Das liegt auf direktem Weg. Nehmen wir noch glatt mal mit. Und dann geht's weiter. Was ist eigentlich hier? Ah, noch mehr Leben. Noch mehr Leben. Das ist schön. Nehmen wir mit. Man kann nie genug Medipacks mit sich rumschleppen. Das ist einfach ein festgelegter Fakt. Okay. Adrenalinanzeige ist voll. Können Sie gegen den Kopf schießen? Ja, das ist schön für die Kopfschüsse. Dadurch, dass meine Gegner aber erst zwei Seiten weiter sind. Ja. Ist da halt nicht das Teil aus, was du auslösen sollst.
Okay. Wieso bist du nicht tot? Aber der mit One-Hit, oder was? Wieso habe ich jetzt ein Medipack genommen? Ich bin doch blöd. Egal. Wir sind halt mit einem Medipack fürs erste Leben. Damit sollten wir doch noch klarkommen. Noch. Gerade so. Bin ich hier, gibt's genug schöne Save Points. Ja. Ist klar. Schießt die verdammten Fledermäuse mit einer Shotgun ab.